Bereichen, gerade auch in hochsensiblen Bereichen, genutzt für die Zutrittskontrolle. Unsere beiden Referenten heute werden aber etwas erzählen zur Anwendung im Smart-Home-Bereich, wie Biometrie im Smart-Home-Bereich eingesetzt werden kann. Ja. Wollen Sie auf die Bühne kommen? Ist auf einmal der Stefan Künstler von der Firma IKI Biometric Systems und Christoph Daimel. Ja. Ja. Gut, ich übergebe an Sie. Ja, danke schön. Vielen lieben Dank. Ja, wir wollen Sie heute ein wenig zur Biometrie, zur Zutrittslösung und dem Zusammenhang zum Smart Home informieren und freuen uns, dass wir das hier auf dieser Plattform machen dürfen. Mein Name ist Stefan Künstler. Ich bin Key Account Manager bei IKI seit über 6 Jahren, 7 Jahren. Und seitdem ist für mich jeden Tag der Antrieb, mehr als nur die Haustür zu öffnen und wirklich den Mehrwert klarzumachen, den ein Fingerprint dementsprechend im Smart Home bringt. Und rede ganz gerne vom Startknopf fürs Smart Home. Mitgebracht habe ich meinen Kollegen. Ich bin der Christoph. Ich bin im Produktmanagement schon mittlerweile seit knapp fast 9 Jahren in der Firma. Seit 1,5 Jahren jetzt im Produktmanagement auch tätig. War vorher im technischen Vertrieb bei der Firma IKI. Und ja, wir werden uns heute das Thema ein bisschen genauer ansehen für den Startknopf in Smart Home. Mal vorweg, was genau ist Biometrie? Biometrie sind ja Merkmale am Körper, die wir messen und analysieren und einzigartig sind für jeden Menschen, also unterschiedlich. Wir können dadurch unterscheiden bei der Körpermaße, bei der Iris, das kennt auch jeder aus irgendwelchen Actionfilmen, dass man eben über die Iris einen individuellen Zutritt bekommen kann, klassisch auch über den Fingerabdruck, kennt jeder vom Smartphone, Laptop, gibt es alles drum und dran. Gesichtsgeometrie, Facial Recognition kennt auch mittlerweile jeder. Man steht vor einer Kamera, wird abgemessen im Gesicht und bekommt dann da auch dementsprechend ein einzigartiges Merkmal draus. Venenstruktur ist auch immer wieder ein Thema, wo man dann die ganze Handfläche oder den ganzen Unterarm mittlerweile schon auch abmessen kann und da auch individuelle Merkmale draus bekommt über die Struktur der Venen. Handgeometrie spricht, glaube ich, eh für sich selber, genauso wie die Stimme. Stimmerkennung gibt es auch immer wieder, die Unterschrift und natürlich ganz besonders auch die DNA ist auch einzigartig für jeden Menschen. Warum genau der Fingerprint? Dazu muss man sagen, die Messbarkeit vom Fingerprint ist relativ einfach. Man hat auch zusätzlich zur Einfachheit auch davon ganze 10 Stück, die man verwenden kann. Die Universalität ist natürlich auch ein Faktor, den wir verwenden müssen hier, damit, dass man den universal einsetzen kann beim Laptop, Fingerprint, was auch Fingerprint über Smartphone und so weiter und so fort. Natürlich auch die Einmaligkeit und was auch einen riesengroßen Faktor spielt, ist die Konstanz. Der Fingerprint verändert sich kaum im Vergleich zu anderen biometrischen Faktoren, was wir bei uns so haben. Die Sicherheit wird bei biometrischen Systemen sehr groß geschrieben. Man muss da auch auf einige Faktoren eingehen. Der falsche Finger, der Fake-Finger darf natürlich nicht erkannt werden. Die Fingerbilder sollen dementsprechend auch nicht gespeichert werden. Und es muss auch natürlich manipulationssicher sein, das Ganze. Sprich, wir reden hier von einem Sensor, der vorne am Eingang sitzt und dann eine abgesetzte Relaiseinheit, worüber dann der Relaiskontakt geschalten wird, die Türe öffnet, damit man dann, wenn man den Fingerprint rausreißt, da irgendwie einen Kurzschluss zu machen, das soll natürlich verhindert werden. Es soll auch keine Rekonstruktion möglich sein. Sprich, wenn ich jetzt das System irgendwie versuche zu knacken, dass ich dann nicht irgendwie den Fingerprint rausziehen kann. Was ich vielleicht noch vergessen habe bei der Manipulationssicherheit, es soll natürlich auch nicht möglich sein, wenn ich jetzt einen Sensor habe, desselben Herstellers, wie der jetzt verbaut ist, dass ich den rausnehme, anstecke und darüber dann, wo der Fingerprint von mir jetzt gespeichert ist, eine Türe öffnen kann. Das soll natürlich auch nicht der Fall sein. Genau.
Wichtiger Punkt bei der Sicherheit ist auch der Kompromiss zwischen Sicherheit und dem Komfort. Da stehen jetzt einfach ein paar Buchstaben und ein paar Zahlen daneben. Würde Ihnen vielleicht jetzt so vorweg mal nicht sagen. Ich erkläre das kurz. Das FAR heißt Fehlerakzeptanzrate. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wie hoch die Wahrscheinlichkeit jetzt ist, wenn ich einen Finger auflege, der nicht eingespeichert ist und dann einen Zutritt erlange. Dann gibt es noch die FRR, das ist diese Rejection Rate, wenn ich jetzt quasi eingespeichert bin in dem System, aber abgelehnt werde. Und die goldene Mitte, was wir natürlich auch nicht erreichen, ist, dass der Level genau gleich hoch ist. Sprich, dass ich die Wahrscheinlichkeit genauso hoch ist, wenn ich angespeichert bin oder nicht angespeichert bin, dass ich eine Ablehnung bekomme. Da kurz dazu, wenn wir jetzt die Fehlerakzeptanzrate annehmen von 1 zu 10 Millionen, dass wir da kurz ein bisschen auf die Wahrscheinlichkeit eingehen, was das bedeutet. Wir nehmen jetzt einfach den vierstelligen Code von der Bankomatkarte. Der ist bei einer Sicherheit von 1 zu knapp unter 50.000 irgendwo in die Richtung von den Kombinationen her, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den beim ersten Mal errate. Ein System mit einer Fehlerakzeptanzrate beim Fingerprint zum Beispiel ist 1000-mal sicherer als wie der vierstellige Code einer Bankomatkarte. Soll so viel heißen, wenn ich jetzt versuche, das Fingerprint-System mit dem Finger einfach aufzulegen und zu knacken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim ersten Versuch einen Lotto-6er habe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich eher den Lotto-6er bekomme, als wie den Zutritt über den eigenen, über den nicht eingespeicherten Finger. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zum Thema Smart Home. Da ist der Kollege natürlich dementsprechend top informiert und wird Sie jetzt auch top informieren. Stefan, bitte. Ja, danke. Ja, vielleicht noch ergänzend, damit man das mit der FAR-Rate so ein bisschen auch für sich einordnen kann. Im Smartphone wird so herkömmlicherweise eine FAR-Rate von 1 zu 80.000 erreicht. Ja. Da ist genau der andere Ansatz. Da geht es eigentlich eher in den Komfortbereich, wo wir sagen, wir brauchen mehr Sicherheit. Ja? Mehr Sicherheit heißt auch, dass man im Zweifelsfall mal einen Finger ablehnt. Aber das ist ja zum Guten, weil wir wollen ja genau das Haus schützen und wir wollen ja bestmögliche Sicherheit. Und das ist absolut unser Credo, unsere Vision an der Stelle. Korrekt. Weil wir wollen das Leben einfacher und komfortabel gestalten. Die Mehrwerte für den Endkunden mit einem Fingerprint-System liegen quasi auf der Hand. Ja? Wir haben schlüsselloses Öffnen mit dem Fingerprint. Wir können es nicht verlieren. Wir können es nicht, uns kann es nicht gestohlen werden. Und man kann es eigentlich nicht kopieren. Dann haben wir die Möglichkeit, die Reinigungskräfte zu verschiedenen Zeiten reinzulassen. Wir haben die Möglichkeit, Zeitfenster einzusetzen für bestimmte Personen, nicht für eine bestimmte Karte, sondern für eine bestimmte Person. Das ist ganz wichtig, weil wir haben wirklich eine einzigartige Erkennung. Wir können wirklich sehen, welche Person kommt gerade und nicht, welche Karte wurde gerade vorgehalten. Dann ist es auch extrem wichtig, gerade in der heutigen Zeit, dass die Systeme skalierbar sind. Vielleicht fange ich mit einem an der Haustüre an und möchte das System dann auch wieder an anderen Stellen im Haus einsetzen, an anderen Eingängen, am Garagentor. Und das System muss sich einfach dementsprechend anpassen. Und das muss das System hergeben, ob jetzt heute, nächste Woche oder auch in 5 Jahren. Zur Skalierbarkeit vielleicht auch noch. Auch die Bedürfnisse eines Kunden ändern sich. Heute geht es uns noch gut, in ein paar Jahren sind wir vielleicht nicht mehr ganz so fit, vielleicht sitzen wir sogar im Rollstuhl und dann ist vielleicht die Höhe, die der Fingerprint hat, auf der Haustüre zu hoch und dann ist es schön, wenn ich da die Skalierung anwenden kann und einen auf einer anderen Höhe noch anbringen kann. So kann das System einfach mit den Bedürfnissen mitwachsen und angepasst werden. Die Smart Home Anbindung ist ein großer Punkt. Ich sagte schon, der Startknopf für Smart Home. Wir sind das Erste, was man verwendet, wenn man das Haus betritt, wenn man das Haus betreten möchte. Ja, und das mit der einzigartigen Authentifizierung. Push-Nachrichten, eine feine Sache, damit ich weiß, wann vielleicht die Kinder nach Hause gekommen sind. Ich kann beruhigt weiterarbeiten. Ich weiß, sie sind gut angekommen.
und kann weiter meine Sachen machen. Fernöffnung, gerade mit den ganzen Paketdiensten, eine wunderbare Sache. Es klingelt jemand, ich kann aus der Ferne öffnen oder die Familie kommt zu Besuch und ich bin noch auf der Arbeit. Ich kann den einfach schon mal öffnen, da braucht keiner im Regen stehen. Auch eine wunderschöne Geschichte. Das Ganze, ich brauche es eigentlich kaum erwähnen, früher hatten wir auf der Steuereinheit Knöpfe, um die Benutzer zu verwalten, um die Dinge einzustellen. Und heutzutage muss das Ding einfach eine App haben, muss es einfach sein und ja, es muss jeder bedienen können. Und gerade bei einem Produkt, was dem Endkunden einen Mehrwert bringen soll. Thema Sicherheit hat der Herr Daimel schon erwähnt, sehr hoch angesetzt bei uns. Und ja, da setzen wir sehr viel drauf. Zwischen der App-Verwaltung und dem Gerät haben wir eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und dementsprechend setzen wir auch da auf volle Sicherheit, auf alles, was geht. Und ja, ein Zutrittsprotokoll rundet dann die Sache ab. Ich kann im Nachhinein schauen, wer hat wann welchen Bereich betreten und habe dementsprechend auch da immer ein Auge drauf. Das heißt, ich kann auch Räume damit sichern, wo ich im Nachhinein wirklich nochmal nachgucken muss, wenn irgendwas weg ist, wer war denn zuletzt da und habe da wirklich die Kontrolle. Man sieht es an dem Bild sehr schön. Es gibt mehrere farbige Funktionen. In dem Falle die Haustüre in Blau mit dem Zeigefinger, dann das Garagentor mit dem Ringfinger. So haben wir wirklich verschiedene Funktionen, die uns auf der Hand liegen, denn wir haben unseren digitalen Schlüsselbund immer dabei. Wenn wir aus einer Position verschiedene Dinge starten wollen, machen wollen, wie zum Beispiel mit einer RFID-Karte, dann kann ich eine RFID-Karte davor halten für die Haustüre, eine RFID-Karte für die Garage. Das heißt, ich habe ein ganzes Kartenspiel mit. Ja? Natürlich muss man beim Finger auch aufpassen, bevor man sich jetzt Nagellack an die Finger machen muss, damit man weiß, welche Funktion man auf welchem Finger liegen hat. Aber man hat natürlich alle Möglichkeiten und kann dann voll in die Gebäudesteuerung eingreifen. Vorher möchte ich nochmal sagen, ja, was ist ein Smart Home, was ist ein intelligentes Zuhause? In den letzten Jahren musste ich immer wieder feststellen, dass das ja, sehr breit gefächert ist. Alles ist Smart Home und mein Ansatz dahinter und eigentlich der